Wir kommen aus der Tiefe. Wir kommen aus dem Schacht. Eine Region und ihr Verein. Aus dem Felsgestein schlugen die Kumpel aus Aue das Erz und auf dem Platz begeisterte die neue Fußballmacht. Mit Willi Tröger, Manfred Kaiser und den Wolfbrüdern stürmte unsere Wismut durch die Oberliga. Dreimal wurden wir Meister und holten den Pokal. International kämpften wir gegen Ajax Amsterdam, Rapid Wien und die Young Boys aus Bern. Doch zu Hause waren wir immer im Erzgebirge. Wismut war unverrückbar aus dem Lößnitztal. Schon damals der Verein für eine ganze Region. Aue und die Wismut. 38 Jahre lang waren wir ununterbrochen eine feste Größe in der Oberliga und der Ball in über 1000 Spielen. Ein Rekord für die Ewigkeit. Und auch in den schwersten Zeiten standen die Fans und der Verein aus dem Erzgebirge immer fest zusammen. Unter Gerd Schädlich schafften wir den Weg zurück in den Profifußball. Das kleine gallische Dorf in der zweiten Bundesliga. Mit Herzblut, Leidenschaft und unseren Fans im Rücken war und ist Aue immer eine Heimmacht. Wir stehen zu dir. Jetzt und für alle Zeiten. Was auch immer passiert, wir gehören zu dir. Bis in die Ewigkeit. Hier kommen wir zusammen. Hier stehen wir zusammen. Hier wehen die lila-weißen Farben und hier im Lößnitztal schlägt unser Fußballherz. Hier haben wir Geschichte geschrieben und hier geht unser Weg weiter. Mit unseren Wismut-Tugenden auf dem Platz und mit unserer Begeisterung und Unterstützung auf den Rängen. Das ist unsere Heimat, unser Verein und unser Erzgebirgsstadion.